Je nach Modell und Zählweise besteht ein moderner Verbrennungsmotor aus Hunderten, wenn nicht sogar aus über 1000 Einzelteilen. Wenn man davon ausgeht, dass der komplette Motor nur so gut ist wie sein schwächstes Glied, ergibt sich daraus ein entsprechend großes Forschungs- und Entwicklungspotenzial. Vielleicht hatte Professor Franz Pischinger ähnliche Gedanken, als er die Forschungsgesellschaft für Energietechnik und Verbrennungsmotoren, kurz FEV, 1978 in Aachen gründete. Bestimmt waren seine Ideen und Visionen als Wissenschaftler aber damals viel weitreichender. Was auch immer der Gründergedanke war, heute ist FEV einer der wichtigsten Entwicklungspartner der internationalen Automobil- und Motorenindustrie. Kaum ein Auto auf dem deutschen Markt fährt ohne eine Innovation aus dem Hause FEV. Denken Sie dran, wenn Sie das nächste Mal in Ihr Auto steigen. Bis heute wurden in Tausenden von Projekten innovative Bauteile, Verfahren und Prozesse entwickelt, patentiert oder zur Serienreife gebracht. Rund 2800 hochspezialisierte Fachkräfte, davon mehr als 1600 in Aachen und Alsdorf, arbeiten weltweit daran, Antriebe sauberer, sparsamer, leiser oder einfach besser zu machen. Auch wenn FEV den Verbrennungsmotor im Firmennamen trägt, machen die Ingenieure natürlich nicht vor alternativen Antrieben halt. Sie forschen unter anderem auch auf dem Gebiet der Elektromobilität, was sich wiederum gut mit dem zweiten Namensteil Energietechnik verträgt. Viele Entwicklungen von FEV gelten heute als Selbstverständlichkeit in der Automobilindustrie, wie zum Beispiel der Rußpartikelfilter, der direkt einspritzende Dieselmotor im Pkw oder die Benzindirekteinspritzung. FEV wird heute als innovatives Unternehmen aus Aachen mit dem Sonderpreis der Jury ausgezeichnet. Das soll aber ganz sicher kein Schlusspunkt einer bislang beeindruckenden Firmengeschichte sein. Für FEV ist die oberste Etage in Sachen Antriebsentwicklung noch lange nicht erreicht.